Kommt rein. Ja, tatsächlich, das sind wir. Traveler, geh du Jarle? vor. Preis und Gruße. Ich hörte. Preis zum Gruße. Ich hörte, dass eine Gruppe den Baron Preis von und Gruße. Binsbörkel befreite, nachdem er 2 Jahre verschwunden war. Ja, der Ghoul-König hatte ihn gefangen gehalten. Traviger war dabei, ich war dabei. War sonst noch jemand von euch dabei? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein, ich würde mir so etwas nicht anmaßen. Wir hatten Ghoul-König? Ja. Qualifizierte Begleitung eines Adeligen, eines Magiers und eines tapferen Kriegers. Der Baron erzählte mir bereits davon. Ah, ihr kennt ihn. Ich freue mich. Selbstverständlich, er liegt auf der anderen Seite der Ergel. Wir sind gute Freunde. Richtet ihm unsere Grüße aus, wenn ihr ihn mal wiedersehen solltet. Wohl nicht mehr. Wir haben uns bereits verabschiedet. Oh. Verzeiht mir meinen Auftritt. Ich hätte euch natürlich auch unten empfangen, aber mittlerweile schaffe ich es nicht mehr. Was meint ihr mit verabschiedet, hoher Herr? Ich sieche dahin. An was leidet ihr? Nur die Götter wissen es. Vielleicht bin ich auch einfach nur des Lebens müde. Ich habe keine Lust mehr. Ein Trotz Kampf nach alledem, dem anderen. Trotz alledem seht ihr recht ausgeglichen aus. Geradezu fröhlich, möchte man meinen. Was heißt fröhlich? Ich konnte mich verabschieden von denjenigen, die mir noch geblieben sind. Die anderen derweil wurden mir so gerissen. Das Jahr des Feuers hat viele Opfer gefordert. Das ist wahr. Das hat es von uns allen. Nun, aber was führt euch jetzt in meine Baronie? Es gibt hier zwar viele Abenteuer zu erleben, doch wollt ihr nach den Helden von Binsbörkel nur noch die Helden von Dergelmund werden, ja? Oh, Dergelmund steht noch nicht auf meiner Liste, kann ich auch noch dazu nehmen. Gerne doch. Es gibt viele Aufträge hier. Viele Kreaturen in den Wäldern, die dort hausen und Helden bedürfen. Tatsächlich sind wir aber schon im Auftrag der Preioskirche unterwegs. Preiodo, wollt ihr vielleicht dem werten Baron erzählen, was unsere Aufgabe ist? Nun, euer Hochgeboren, wir hörten von eurem Leid, von eurem Verlust. Wir suchen jemand, der des Lebens Zarsgabe überdrüssig ist. Das bin ich wohl. Gut geraten. Ihr könnt mit diesen euren letzten Atemzügen noch Großes vollbringen. Ein Werk der Götter vollbringen. Ja, seid ihr dazu bereit? Er lächelt selig und nickt. Was auch immer es sein soll. Ich bin bereit für die Götter. Ihr habt abgeschlossen. Euer Leben, eure Taten sprechen für sich. Seid ihr bereit? Das Schicksal hat mir viel abgefordert und ich habe herbe Verluste erlitten. Auf was soll ich mich nun vorbereiten? Ende. Das bin ich wohl. Aber wir brauchen im Auftrag der... Wollt ihr den Baron töten? Das lasse ich nicht so. Nein, natürlich nicht, Herr Gott. Wir würden niemals an so etwas denken. Würde ein Held von Binsbörkel etwa einen Baron töten? Das wollen nicht verzeihen. Also wirklich. Nein, wir haben ein interessantes Forschungsprojekt einer jungen Akolutin der Preioskirche. Hallo, hier, ich, Novizin. Ah ja, hier. Entschuldige, ich habe dich ganz übersehen. Naja, auf jeden Fall möchte sie erklär du das besser. Ich glaube, das ein Sonnenelixier. Wir wollen eine Quanions-Queste vollführen. Wir wollen das ewige Licht suchen. Er nickt. Dafür brauchen wir eine ganz besondere Zutat. Ihr werdet den Baron nicht in einen Trank stopfen. Nein, das ist nicht unsere Absicht. Er muss nur anwesend sein. Es gibt doch hier sicher eine Dorfschenke. Ich würde ihm die Hand geben, in der 5 Silbertaler sind. Seht doch dort einmal nach dem Rechten, bitte. Sehr wohl. Soll ich euch was mitbringen? Der Dergelschmaus hat ganz hervorragende Obstkuchen. Oh ja. Oh, sehr gerne. Für mich auch gerne ein Stück. Och, das klingt gut. Auch für mitnehmen, für unterwegs und vielleicht ein wenig von dem Honig. Wartet, ich gebe euch etwas Geld dafür. 7-mal Apfelkuchen, kommt sofort. Herr Baron, denkt daran, Mäßigung ist auch eine Tugend der Travier. Nee, ich meinte natürlich für das Ritual. Und gibt es Honigmet? Ja, bei dem Karai, wird dort verkauft. Nehmt den Dukaten hier und bringt uns etwas mit davon.
Kuchen für uns alle und den Baron und noch ein wenig Met. Herr Baron, er salutiert und geht raus. Nun, euer Hochgeboren, da wir nun alleine sind, wollt ihr noch vor eurem Einzug in die Alvarandianische Paradiese noch Zeugnis ablegen vor mir oder vor Midas? Nun, in den Augen von eurem Travia-Geweihten werde ich sicherlich gesündigt haben, doch ich schäme mich meiner nicht. Wolfrat von Rabenmund, mein Vorgänger, der Baron. Er war mein Liebhaber, doch ich bereue nichts. Deswegen, wegen seines Verscheidens auf dem Mithraelsfeld, werde ich sicherlich auch einziehen. Meine Lebenslust verloren. Bleibt mir nur noch der Tod und ich hoffe, dass Wolfrat dort drüben auf mich wartet. Das wird er gewiss. Dann ist es also wahr. Welcher von Rabenmund war das nochmal? Was sagtet ihr? Wolfrat. Das sechste Kind von Answin. So viele Rabenmunds, ich komme da mit dem Namen immer ganz durcheinander. Entschuldigt. Er ist der Kronfeldherr gewesen. Der Kronfeldherr von Dapatien. Meines Wissens soll er wohl die Brücke gesprengt haben. Das weiß ich nicht genau. Ich war nicht auf der Schlacht dabei, sondern habe auf dieser Seite der Derge gewacht. Ich bin mir sicher, er wird genauso wie die anderen Helden, die dort gefallen sind, eingezogen sein. In Borons Hallen. Ich hoffe, dass er da drüben auf mich wartet. Bin überzeugt, das wird er. Wollen wir beten? Beten wir. Dex, Herr Praios, in eurem Namen empfehle ich euch diesen Mann, Herrn Boron, an. Leitet ihn, sodass er vor Rheton stehen möge und dass er wahr sprechen kann, sodass seine Worte gewogen werden. Es sei. Es sei. Dann müsstet ihr jetzt nur noch bis zur Abtei in den nächsten Tagen kommen. Sorgt mir einen Karren. Und ich werde aufbrechen. Es wird eine Leichtigkeit sein und vielleicht ist es ja ein kleiner Trost für euch. Die Abtei wächst. Sie wird größer, sie wird wieder aufgebaut. Es entsteht etwas Neues und mit dem kommt auch eine Bäuerin, die dem beiwohnt, die ein Kind gebührt. Etwas Neues kommt auf Dere. Sie liegt in meiner Baronie. Ich bin darüber informiert, dass Bauarbeiten vorgehen, aber habe sie lange nicht gesehen. Nun, ihr könnt euch von Angesicht zu Angesicht von den Bauarbeiten überzeugen und von der preisgefälligen Arbeit, die dort verrichtet wird. Und dann wohl ich sterben. Es sei. So könnt ihr die nächsten Stunden noch auf die Rückkehr des Wachmanns warten, der euch Apfelkuchen und Met mitbringt, wenn ihr mögt. Noch etwas Apfelkuchen mit ihm speisen und eine Kutsche bzw. ein großer Karren, der gebreitet wird. Die Pferde, die da vorgespannt werden und fünf Leibwächter, die für den Baron mitgeschickt werden. Die übrigen bleiben in Dergelheim zurück. Ja, so, könntet ihr wieder aufbrechen, wenn ihr mögt. Ich würde dem Baron dann auch anbieten, dass ich den Grabsegen spreche, wenn er das möchte. Sofern das dann später notwendig ist. Ich würde vorher noch an dem Schrein niederknien und ein kleines Tiegelchen mit Honig. Es gibt sogar einen Tempel. Ablegen. Ja, Tempel. Praios, Rondra, okay. Travia und Piranha Tempel. Dann würde ich natürlich in den Tempel gehen und den Tempelvorsteher, so es einen gibt. Ja, er kennt dich sicherlich auch. Ich meine, du bist der Hüter vom in der Baronie befindlichen Praiodan-Kloster. Also, man kennt sich sicherlich. Euer Gnaden. Gestattet mir, dass ich vor dem Herrn Praios ein letztes Gebet spreche, bevor ich weiterziehe. Selbstverständlich, Bruder.
Kapdank. Ich würde mich dann vor dem Altar niederknien. Alvaranianischer Hüter der ewigen Ordnung. Dein Urteil erkennt die Wahrheit. Dein Wort schafft die Weisheit. Es scheidet Wohltat und Gefahr des Wissens. Gib mir die Klugheit, die Kraft und die Einsicht, deinen Willen zu erkennen. In Aeternum. Ich werde ruhig noch irgendwie 5 Minuten verbleiben. Mhm. Und mich dann wieder heben, tiefer beugen. Den Tempel wieder verlassen. Wollt ihr wieder aufbrechen? Nicht ganz. Ich würde noch beim Perine-Tempel vorbeischauen und die örtliche Geweihte darum bitten, den Zug von dem Grafen zu begleiten. Damit nichts Unvorgesehenes passiert, dass er nicht vorher dahin scheidet. Dann werde ich Dergelheim zurücklassen müssen. Aber seid ihr euch sicher, Grafen? Würde er selbst gerne gehen, aber unsere Gruppe wird weiterziehen müssen. Nur für meine Überzeugenprobe. Überreden? Nee, es ist eine Überzeugenprobe, weil es eine langfristige Aktion ist. Nein. Verzeiht mir, ich bin zwar auch dem Baron verpflichtet, aber sehr wohl auch den anderen Bürgern. 500 Stück an der Zahl und... gerade jetzt kommen viele, viele Verletzte über die Dergel und bitten um Hilfe. Und sie treffen zwar nicht überall hier ein, aber wenn sie von den anderen Dörfern geschickt werden, dann muss ich hier sein, um sie zu kümmern. Der Baron ist sicherlich stabil und wird es schaffen. Zumindest die nächsten Tage. Hättet ihr nur Novizen, die ihn begleiten könnte? Oder Novizen? Nein, ich bin hier leider alleine, verzeiht. Das Jahr des Feuers hat viele von meinen Schwestern und Brüdern geholt. Dann verstehe ich natürlich euer Ablehnen. Wenn ihr auch noch die Felder und die Ernte betreuen müsst, wird sie noch zu den armen Leuten hier. Ich würde dann noch ein Silberstück im Tempel dalassen und dann mit den anderen weiterziehen. Ich würde noch gern den Leuten klar machen, die da den Karren begleiten, dass die Bäuerin und den Bauern, die das Kind erwarten, doch mitnehmen in die Reichsabtei. Und dann würde ich noch einkaufen gehen. Ich würde nochmal Honigmet einkaufen wollen und wenn es sowas gibt, in der Sonne gereifte und in der Sonne getrocknete Tomaten oder sowas, am besten eingelegt in Praios Blumenöl. Mhm. Das heißt, ihr wollt den Wagen gemeinsam mit den 5 Wachleuten alleine in Richtung St. Praio dann rumpeln lassen und ihr selber zieht auf der Silberstraße in Richtung Perzia? Ist das der Plan? War die Idee. Gut, dann habe ich das richtig so verstanden. Ja, der Hauptmann Parinov von Perz ist zwar ein mürrischer Haudegen, aber er dient auf alle Fälle dem Baron und ist dann eben ja sich auch gewiss, was ihr vorhabt. Lässt sich das noch ein bisschen von euch erklären. Dauert noch mal eine halbe Stunde, aber dann gewiss mit Praio Dur und Trafigorn eurer Seite könnt ihr dann auch den mürrischen Hauptmann Parinov überzeugen, in die Richtung San Praio dann zu ziehen. Sehr versichert euch auch, dass er die beiden, das Travier gefällige Paar, unterwegs einsammelt und ebenso dorthin bringt. Ihr könnt die nächsten Tage bzw. den nächsten Tag in Richtung von Perz ziehen und werdet unterwegs noch einmal im Junkergut Holderhof nächtigen, denn es wird euch wohl gewiesen, dass ihr Perz nicht mehr rechtzeitig erreicht und ihr wollt nicht in dem Wald Dergelauen übernachten. Dementsprechend eine kurze Unterbringung im Holderhof, bis ihr dann bei Perz am nächsten Tage aufschlagt. Es ist noch früh, kurz vor Sonnenhöchststand, als ihr dann nicht nur Perz seht, was ziemlich heruntergebannt dort steht. Es gibt noch einen Parine-Tempel, der ist allerdings zerstört. Und in einiger Entfernung die Ruine von Burg Corwinstein, die dort immer noch im Nebel verhangen liegt.
Oh, das ist die Ruine. Weiß jemand, was hier passiert ist? Gerüchteweise. Hört uns auf. Soll der schwarze Drache gelandet sein? Hier soll es Drachenreiter gegeben haben. Hier soll jemand gefangen gehalten worden sein, sagt man sich. Genaueres weiß ich auch nicht. Wie gesagt, alles Gerüchte, die die Bevölkerung erzählt hat, als wir mit dem Tross hier vorbeikamen. Ja, an den Gerüchten muss was dran sein, sonst würde es hier nicht gar so schrecklich aussehen. Das mag sein, doch zumindest der schwarze Drache ist unser Problem nicht mehr. Das könnt ihr mir glauben. Etwas. Ob es hier allerdings Drachenreiter gibt, das weiß ich nicht. Wie sollen wir uns verhalten? Nach was genau sollen wir suchen? Müssen wir dort übernachten? Weiß ich nicht. Wir müssen mal schauen. Also eigentlich sind wir dann jetzt ja dabei, suchen Antidonaria zu sammeln, oder? Vielleicht können wir den Sieg über einen mächtigen Feind erringen. Oder wir finden was, womit wir ewige schaffen können. Nun, wir werden sehen. Vielleicht sollten wir erst einmal die Burg genauer unter Beobachtung nehmen. Und auf jeden Fall dem Spuk ein Ende bereiten. Nun, das ist implizit mit in unserer Aufgabe verankert, nicht wahr? Ja, richtig, ich wollte es nur nochmal erwähnt haben. Rhetorisch. Natürlich. Nun, wenn hier aber große Dämonen sind, vielleicht finden wir einen etwas kleineren, können ihn zur Strecke bringen und hätten dann ein Donarium. Denn durch die Vernichtung schaffen wir Ordnung auf Dere. Was ja durchaus Prios gefallen könnte. Wir sollten jeden Dämon vernichten, den wir treffen. Ich stimme zu. Ich hoffe, wir begegnen keinem. Aber wir sollten bedacht vorgehen und nicht mit der Brechstange. Ach, da fällt mir ein. Ich hatte mehrfach das Problem, dass meine Waffen nicht viel ausmachen konnten gegen diese Dämonen. Ihr seid ja auch geweiht. Könnt ihr mich segnen oder meine Waffe segnen? Ich fürchte, mein Segen würde euch nicht gut zu Gesichte stehen. Doch, Ayodur, wie sieht es mit euch aus? Ich könnte dies tun. Warum habt ihr nicht im Kloster gefragt? Nicht hier auf einer Strecke. Geht das nicht unterwegs? Es ist eine heilige Handlung. Sowas vollzieht man nicht am Straßenrand. Achso, entschuldigt, Gnaden. Vielleicht treffen wir ja auch gar keine Dämonen oder sowas. Ich könnte euch eurer Seele stärken. Dies könnte ich tun. Warum nicht? Schaden kann's nicht, oder? Warum weiht ihr denn euer Schwert nicht selbst? Ich? Nun, ich bin ja kein Geweihter. Ach, entschuldigt, ich vergaß. Naja, wir haben ja genug Magier dabei und klerikale Unterstützung. Das wird dann wohl reichen. So könnt ihr euch den Corvinstein betrachten. In Perth selber ist kaum noch etwas zu holen, nur noch verbrannte Ruinen. Aber ja, der Nebel, der wohl von dem See leicht im Norden aufzieht, hat sich immer noch nicht gelegt und scheint etwas unnatürlich zu sein. Ardo, dir ist der Nebel sowieso seit den letzten paar Abenteuern nicht mehr ganz heimlich, aber du bist auch der Meinung, dass der hier sicherlich durch Geister oder Dämonen hervorgerufen wurde. Es ist ziemlich kalt und wenn ihr euch das Ganze betrachtet, das ist eine sehr längliche Festung, die von Drachenfeuer geschwärzt wurde und ihr könnt ein bisschen
Stöhnen aus dem Inneren hören. Vielleicht ist das der Wind oder vielleicht sind es Untote, die dort sitzen. Ich würde mal genauer lauschen, wie sich dieses Stöhnen anhört. Also ich auch. Geh da wirklich rein. Es ist ganz schön neblig geworden auf einmal. Oh, wir würfeln alles gut. Obwohl Nebel so aufgezogen wird. Ja, während ihr euch umsieht, ihr könnt nicht nur hören, dass es sich dabei um den Wind handelt, sondern könnt ihr zusätzlich feststellen, dass der Wind aus dem Süden, aus einer kleinen Höhle vorzudringen scheint, die dort wohl nach draußen zieht, der Zug. Das ist kein natürliches Pfeifen. Hört ihr das? Ja. Schaut mal. Ja, seht ihr das auch? Ja. Da hinten? Wo denn? Wo? Da, die kleine Höhle dort hinten. Ich glaube, da zieht die Luft durch. Der Höhleneingang da. Seht ihr ihn? Vielleicht führt das in die Festung. So eine Art Geheimgang. Suchen kann man's. Ah. Ja, ein Gang zum Evakuieren der Festung. Irgendwie so etwas, ja. Naja, wollen wir jetzt reingehen? Wir wollen ja niemanden evakuieren. Wir müssen ja so oder so jetzt gucken, was da ist. Steht das Tor denn offen? Das Tor ist aufgebrochen. Ja, wir können natürlich auch durchs Tor gehen. Ich wäre vorsichtiger. Wer weiß, was sich darin noch befindet. Lasst mich mal einen Blick durch die Bruchstelle werfen. Und wenn es frei ist, dann können wir ja da durchgehen. Und wenn nicht, dann schauen wir uns halt die Höhle genauer an. In Ordnung? Ein Zwang an. Sehr gerne. Klingt nach einem Plan. Ja, dann würde ich mal da zum Tor hingehen. Ist verdeckt. Vorsichtig einen Blick durch die Bruchstelle werfen. Sich verstecken, Probe. Ei. Das erste, was du erkennen kannst, ist, dass in einer der Ecken da wohl Trümmerteile heruntergebrochen sind, ein ganzer Turm, der runtergekracht ist, und darunter ein stinkendes, verwesendes Skelett, ehemals vielleicht von einem Drachen, auch dass er schon lange tot ist, hat seinen Gestank nicht wirklich bekämpft. Zudem zahlreiche Skelette, die im Innenhof Baronssitz, zumindest liegen hier zahlreiche Skelette, und zwar so aufgereiht, du bist der Meinung, dass sich hier Informationen stehen oder standen. Irgendjemand wird sie sicherlich belebt haben vor einiger Zeit und sie aufgestellt haben zu einer Formationsparade. Aber so sind sie auch eben so umgekippt. Mhm. Ja, irgendwie komme ich blöd am Tor. Irgendwo an einem Stein bleibe ich hängen, komme leicht ins Schwanken und stolpern ein Stückchen, mache dabei kleinen Lärm. Und schaue sehr gespannt darauf, ob die Skelette anfangen, sich doch zu bewegen oder wieder aufzurichten oder irgendetwas dergleichen. Ja, ihr könnt sehen, wie Ardo so ein bisschen am Tor herumwedelt. Vielleicht ist es ein Winken. Nee, er ist wohl tatsächlich nur ausgerutscht und kann sich dann noch festhalten. Von Satinav erstarrt in der Zeit, guckt er auf das Innere, aber ansonsten, er tut nichts. Dann zucke ich mit den Schultern und winke die anderen her. Sieht gut aus. Wechsel meine Nerven. Bleibt einfach dicht bei mir, Fräulein. Fräulein Wasserknecht. Wasserknecht? Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das bestimmt. Ihr seid ja Helden, oder? Das ist so eine richtige Geschichte, wie man sie in den Tavernen erzählt. Kann also, mich einer aufklären mit den. Sehen die oder sehen die? Die sehen. Sehen auf dem herkömmlichen Weg oder sehen sie anders? Wer jetzt genau? Tote und Tote. Sie sehen anders. Das ist schlecht. Nun ja, als wir damals in Wehrheim waren, haben sie zielgerichtet mich angegriffen. Offensichtlich, weil ich ein Gewalter bin. Ich hätte es sonst vorgeschlagen, uns unsichtbar zu machen, dass wir reingehen können ohne Gefahr. Also die Skelette haben sich nicht bewegt. Da hinten seht ihr diesen Drachen, was auch immer, Leichnam dort. Das liegt da auch noch rum.
Ich weiß nicht, Priodor Midos, das müsst ihr mir sagen, wäre es ein Frevel oder wäre es schlecht, wenn wir diesen Skeletten jetzt Knochen brechen würden und dass wir sicherstellen, dass sie nicht plötzlich aufstehen? Wir hindern sie nicht. Ihr könnt Initiative würfeln. Wir sollten die graben, was ich gerade sagen. Das. Und während ihr ja die Skelette betrachtet, könnt ihr bemerken, dass sich irgendetwas verändert. Erst schiebt ihr es auf die Sonne ist aber immer noch am Himmel, sie wird aber dunkler und dunkler und eine gewaltige Dunkelheit, die aufzieht. Wow. Ist da schon wieder nicht mein Bonus mit drin? Genau, du hast einen Bonus von plus 4 und deine Rüstung. Wie hoch ist deine Rüstung? Hast du eine effektive Behinderung von mehr noch irgendwie? Die Behinderung ist 1, aber ich habe auch gleichzeitig eine Inni von plus 1 durch mein Schwert. Ich habe eine Inni von 8. Bin ich auf 21. Eigentlich. Warum komme ich hier nur auf 12? Meine Rüstung ist noch gar nicht so schwer. Hast du Kampfgespür angetragen? Ja, ich habe es nicht eingetragen. Ah, okay. Das musst du. Okay. Genau, ja, also Kampfgespür und Eisen sind nicht automatisch drin. Die Ashtots starten auf der 18. Lumine Rösserknecht hat irgendwie sowas wie eine 12. Sie hat Angst, sie ist eine Novizin, sie kämpft nicht mit. Killen. Was? Okay, dann Dravidos auf der 15. Ich bin auch auf der 18 dran. 18 Minas, wo ist Tau? 15. 15. Wo ist Priodor? Für 13. 13, dann fängt Priodor an. Was tust du? Ich muss mal orientieren auf der Karte. Da sind die, okay. Ich würde ein 3. Exorzismus, hilft dein Exorzismus? Ich meine, ich bin gerade ein sicher, hilft muss gegen Besessenheiten, oder? 2. Dann, ich glaube schon, ja. Zieh ich nur die Waffe. Ziehst die Waffe, alles klar. Dann, wie lange dauert das, dass du schnell ziehen? Nein. Gut, tau. Guardiano. Guardiano. Gegen? Einfach nur Guardiano. Gut. Einfach nur Guardiano. Einfach nur Guardiano. Kannst du würfeln, wie lange dauert das? Zwei Aktionen. Travigo. Bleib bei mir. Ich ziehe auch meine Waffe. Und schnell ziehen. Die Hashtots werden angeführt von einem gehörnten Hashtot, der die Dunkelheit mittlerweile gewirkt hat und es wird weiter finsterer und finsterer um euch herum. Dann Travigo. Fertig. Hieron. 3, 2, Attributo Schnellsteigerung. Ja. Travigur, komm ran. Na gut. Travigur, komm ran. Dann würde ich in der freien Aktion packe ich es nicht zu ihm. Ja, doch, ihr steht halt alle im Pulk. Steht halt alle okay. Klar. Ich würde ein paar Schritte zurückgehen, dann geht's vielleicht mit freien Aktion. Trete ich zu ihm ran, leg ihm meine Hand auf den Arm und setze den Attributo an. Körperkraft oder was? Körperkraft, genau. Alles klar. Hätte ja sein können, irgendwie Gewandtheit oder so. Wie lange dauert der Attributo? Schnellsteigerung. 5 Aktionen ist eine 3er Erschwernis. Ja, ich gehe mal davon aus, ihr seid ein eingespieltes Team und du lässt deine Magieresistenz fallen. Jetzt haben wir ein Problem, weil ich habe tatsächlich einen Nachteil. Sehr gut, welchen? Tja, jetzt mal den Hexer verzaubert. Magie. Oder den Freiot. Was hast du anfällig für Magie? Arkanophobie. Arkanophobie, ja. Okay, nur auf 3. Dann würde ich dir die volle MR plus 3 geben als Nachteil. Also die MR von Travigor ist bei 6. Dann hast du eine MR von 9, die du knacken musst.